oaad.de. One of a day keeps the doctor away. Moin Moin, Servus, Grüezi und Hallo und willkommen zur neuen One-Up-A-Day-Folge. Als erstes kann ich euch sagen, ich bin ganz schön froh, dass das mit dem Feed wieder funktioniert. Jetzt schon wieder seit einigen Tagen. Ich habe übrigens das WP Super Cache Plugin deaktiviert. Jo, und seitdem läuft das wieder. Keine Ahnung, ob das jetzt daran lag oder ob es irgendein anderer Fehler war. Ich traue mich allerdings auch nicht mehr wirklich, das Super Cache Plugin zu aktivieren. Gut, die Seite lässt sich trotzdem aufrufen. Der Feed läuft alles wunderbar. Diese Folge wird veröffentlicht, wird aufgenommen am Dienstag, den 1. August, wird veröffentlicht am 3. August. Und ich kann euch sagen, bevor ich loslege, ich bin dann in der Sommerpause. Diese Folge, 3. August, wird erstmal die letzte Folge. Ich bin auf jeden Fall bis zum ich will nicht lügen, bis zum 9., bis zum 10. August, also erstmal so 7-8 Tage, auf jeden Fall nicht da, da gibt es keine Folgen. Das Ganze kann sich ja auch noch ausdehnen, bis zum 12., 13., ich weiß es nicht so ganz genau. Auf jeden Fall wisst ihr Bescheid, in der nächsten Zeit, erstmal 1,5 Wochen, definitiv, denke ich, keine neuen Folgen. Sobald es wieder Folgen gibt, sobald ich das absehen kann, sobald die Sommerpause, die Spätsommerpause vorbei ist, hoffentlich wird es auch mal Sommer vom Wetter her, melde ich mich, beziehungsweise ja, die neue Folge landet dann einfach in dem Podcatcher eurer Wahl. Ich sehe da ja immer, was ihr so benutzt in meinen Statistiken. Die letzte Folge jetzt erstmal wird eine, also vor der Sommerpause, nicht, dass ihr denkt, die letzte Folge, wird eine OADSE-Folge, die 51. insgesamt Folge 895. Und zwar geht es um folgendes Problem oder um folgenden Lösungsansatz. Ich hatte oder habe ein Xiaomi Mi 5S Android-Gerät als Zweitgerät neben meinem iPhone 6, beziehungsweise ich habe nicht nur das Android-Gerät, ich habe auch noch ein Android-Gerät, aber das ist jetzt eigentlich auch gar nicht so wichtig. Und ich spiele tatsächlich mit dem Gedanken, je nachdem, wie sich die Preissituation der iPhones dieses Jahr entwickelt, beziehungsweise auch wie sich die Situation in meinem Geldbeutel entwickelt, ob ich vielleicht entweder mein iPhone 6 noch ein Jahr behalte oder tatsächlich für ein Jahr oder sogar auch für 2 Jahre auf ein Android-Gerät umsteige. Zusätzlich gehöre ich zu den Leuten, die iTunes oder die hauptsächlich auf lokale Musik setzen. Ja, ich streame auch. Ich bin ja Amazon Prime-Kunde und über Amazon Prime und ab und zu mal kostenlos über Spotify ein bisschen. Beziehungsweise Musik über YouTube hören, das geht auch. Aber eigentlich bin ich ein großer Fan von lokaler Musik, kaufe also CDs und digitalisiere sie oder kaufe mir die MP3s online, iTunes, Amazon, ihr wisst, wie man das halt so macht. Und die Musik verwalte ich über iTunes. Die Musik ist in Playlisten. Ich möchte also keine Ordner synchronisieren. Ich möchte Playlisten synchronisieren. Das ist natürlich auch mit gekaufter Musik mit dem iPhone überhaupt kein Problem. Apple, ihr wisst, funktioniert meistens jedenfalls ohne Probleme miteinander. Meistens. Natürlich. Nun war ich auf der Suche danach, wie man iTunes denn mit Android synchronisiert und war da auf den Double Twist Player gestoßen. Das funktionierte bei mir leider irgendwie überhaupt nicht. Die App fand ich ganz hübsch, aber irgendwie die Verbindung mit dem Mac war nicht zu finden. Ich weiß nicht, keine Ahnung, woran das lag. Habe ich ein paar Mal probiert und bin dann auf eine andere Kombi gestoßen, habe ich in einem Forum gelesen, ist also nicht meine Erfindung, in Anführungsstrichen. Und ja, die Kombination aus iSyncer, iTunes auf Android, da habe ich nur die Testversion benutzt, die ist auch für 14 Tage und 100 Songs pro Wiedergabeliste und man kann nur eine Wiedergabeliste maximal synchronisieren, das Ganze übrigens entweder über USB oder WLAN. Die Musik wird synchronisiert, ihr müsst auch noch eine Desktop
ja, Helferlein-App installieren von iJungle habe ich euch verlinkt in den Shownotes zur Folge 895. Und dann geht das über WLAN erstaunlich schnell, erstaunlich gut, jedenfalls in meinem Fall. Ihr startet iJungle auf eurem Android-Gerät, auf dem Mac läuft das auch, ihr habt iTunes offen, startet die App auf Android und sucht dann einfach die Playlist aus und klickt auf Synchronisieren und dann wird das Ganze synchronisiert. Die Musik, die synchronisiert wird, beziehungsweise die Playlisten, werden nicht angezeigt in dem Xiaomi-eigenen MP3-Player-App-Programm, MIUI Musikplayer. Und deswegen habe ich den Player Pro Music Player runtergeladen. Den habe ich irgendwann mal mir gekauft und nie benutzt. Jetzt gibt es den gab es den neulich für 10 Cent. Ich glaube, es kostet irgendwie 3 Euro oder 4 Euro oder so. Ihr habt viele Erweiterungen für das Ding. Ihr könnt irgendwie noch ein Widget Pack runterladen und und Skins und so weiter und so fort. Funktioniert ganz, ganz großartig. Die Playlisten werden in der richtigen Reihenfolge da angezeigt aus iTunes. Mit Covern sogar Bewertungen der Lieder werden rüber synchronisiert. Ich weiß nicht, ob auch in die andere Richtung, aber auf jeden Fall auf das Android-Gerät. Was natürlich nicht synchronisiert wird, ist Musik, die ihr in iTunes gekauft habt, die einen Kopierschutz hat. Aber gut, damit kann ich leben. Das ist auch nicht die einzige Möglichkeit, Musik zu synchronisieren. Ihr könnt auch den Google Music Manager installieren, dann könnt ihr das in die Google Play Music Cloud hochladen. Bis zu 50.000 Titel, glaube ich, sind das, die kostenlos da hochgeladen werden können. Dann könnt ihr natürlich die Google Play Music App nutzen und da dann die Playlisten runterladen. Das geht auch. Kommen wir noch einmal kurz zu den technischen Daten der App. iJungle, iTunes auf Android. Aktuelle Versionsnummer variiert je nach Gerät, Größe variiert je nach Gerät, erforderliche Android-Version variiert je nach Gerät. Und sie hat bei 13.534 Gesamtbewertung eine Durchschnitts-Sterne-Bewertung von 4,1 Sternen und Player Pro Music Player aktuelle Versionsnummer 4.3. Erforderliche Android-Versionsnummer 2.1 oder höher. Andere technische Daten nicht vorhanden gerade. Und die App hat bei 54.305 Gesamtbewertung eine Durchschnittssternebewertung von 4,5 Sternen. Ihr habt in dem Player Pro Music Player übrigens auch noch Musikstatistiken, smarte Playlists, einen 10-Band Equalizer, Preamp-Regelung, Bass-Boost, Editieren von ID3-Tags sind möglich, Ändern das Erscheinungsbild, das habe ich schon gesagt, ihr könnt da Skins runterladen und so weiter und so fort. Ja, ich muss sagen, läuft, funktioniert unkompliziert und schnell und um jedenfalls eure DRM-freie Musik auf das Android-Gerät zu kriegen, wenn ihr nicht Ordner mit der Musik händisch auf euer Android-Gerät packen wollt, sondern iTunes nutzt, so wie ich, dann ist das eine Möglichkeit, die wirklich wunderschön und wunderbar und funktioniert. Und genau das tut, was sie soll. Ja. Ich bin zufrieden. Ihr werdet es auch sein, wenn ihr es so macht. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Und natürlich und selbstverständlich ciao und bye bye. Das war One App a Day. Fragen oder Feedback richtet ihr an info@oaad.de, facebook.com/oneappatag, gplus.eu/oneappatag oder eine @Menschen an twitter.com/oneappatag.